Ja, die letzten setzen sich noch, aber ich möchte schon begrüßen zur Abschlusskundgebung, zum Abschlusspodium. Freudscher Versprecher. Gerade noch so viel gelesen und dann das. Abschlusspodium dieser Fachtagung 30 Jahre Solingen. Sie sind ja schon seit heute Vormittag ganz stark dabei, sich um verschiedenste Aspekte dieses Themas zu kümmern, um Fragen zum Zusammenleben, zu Kontinuitäten rassistischer Gewalt, aber auch eben den Lehren für unsere Einwanderungsgesellschaft. Und nun wollen wir das noch mal ein bisschen zusammenbinden und mit einem großen, toll besetzten Podium hier diskutieren und dann auch mit Ihnen. Also wenn Ihnen gleich etwas unter den Nägeln brennt, dann merken Sie sich das. Ich werde Sie direkt dann auch Fragen ansprechen. Sie dürfen mitdiskutieren hier, damit wir das auch ganz lebendig zu Ende bringen, eben wie eine große Kundgebung, sagen wir mal so. Und ich freue mich, dass dabei ist die Ministerin für Jugend, Kinder, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW, Josephine Paul. Herzlich willkommen hier auch noch einmal. Viele haben Sie auch schon gesehen heute. Herzlich willkommen auch an Birgül Demirtaş, Bildungsreferentin von IDA NRW. Sie haben außerdem gerade erst ein Band mit herausgegeben zum Thema Solingen 30 Jahre nach dem Brandanschlag, Rassismus, extrem rechte Gewalt und die Narben einer vernachlässigten Aufarbeitung. Da werden wir sicherlich gleich viel von hören. Herzlich willkommen. Und neben mir sitzt, manche von Ihnen hatten ihn gerade auch in einem der Fachpodien, Herr Professor Fabian Virchow, Leiter des Forschungsschwerpunkts Rechtsextremismus, Neonazismus an der Hochschule Düsseldorf. Herzlich willkommen jetzt auch noch einmal hier. Und ich freue mich, auch Sie hatten schon ein Part heute, dass Fatih Çevikkulu hier ist, Schauspieler und Kabarettist. Herzlich willkommen. Ja, vor 30 Jahren brannte das Haus der Familie Gensch. Das heißt auch, es gab bisher 30 Jahrestage dieses, oder es kommt jetzt der 30. dieses rassistisch motivierten Brandanschlags. Und lassen Sie uns deshalb zu Beginn des Podiums vor allem mal auf die Erinnerungskultur schauen. Ich war selbst ein wenig überrascht, als ich gelesen habe, jetzt nochmal auch in der Vorbereitung, dass bereits ein Jahr danach, 1994, ein Mahnmal in Solingen aufgestellt wurde. Zwei Figuren, die an einem Hakenkreuz ziehen, das langsam auseinanderbricht, schon nicht mehr ganz so da ist, und um die Figuren herum angeschweißte Ringe mit verschiedensten Namen auch der Opfer. Dann vor 5 Jahren, da erinnere ich mich tatsächlich persönlich ganz stark dran, kam Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, damals hierher. Es wurde in dem Jahr auch von Nordrhein-Westfalen eine Mifflüde-Gensch-Medaille initiiert, die seitdem jährlich vergeben wird. Frau Paul, ist die Erinnerungskultur beim Anschlag von Solingen ein gutes Beispiel? Ich glaube, es ist zumindest ein Beispiel dafür, dass wir uns der Narben bewusst sind und dass es auch Narben sind, und das habe ich in den letzten Tagen und Wochen, auch wenn jetzt wieder mehr über den Anschlag gesprochen wird, so wahrgenommen, dass diese Narben auch als Narben wahrgenommen werden, die nicht allein in Häkchen, womit nicht allein die migrantische Community alleingelassen wird, sondern Nordrhein-Westfalen dazu steht, dass es gesellschaftliche Narben in der Geschichte Nordrhein-Westfalens sind. Und trotzdem bin ich sehr gespannt darauf, was Sie dazu sagen werden, was die Aufarbeitung angeht, weil ich glaube schon, dass es noch sehr deutlicher oder deutlich auszuleuchtendere Fragestellungen gibt, nicht nur um die Erinnerungskultur an die schreckliche, konkrete Tat, an die Opfer, aber eben auch, das ist ja das, was Mifflüde Gensch auch ausgemacht hat, was die ganze Familie Gensch ausmacht, daraus nicht Hass zu ziehen, sondern daraus eine Kraft zu entwickeln, für einen besseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zu werben. Aber trotzdem, glaube ich, muss man nochmal darauf schauen, welcher gesellschaftliche Kontext damals hat diese Taten, die ja nicht singulär ist, Solingen steht nicht singulär, welcher gesellschaftliche Kontext und welches auch politische Klima hat das damals ermöglicht? Und da weiß ich nicht, oder wäre sehr gespannt darauf, das, was Sie sagen, wie weit sind wir da in der auch ehrlichen Aufarbeitung? Ja, Frau Demirtaş, den Ball nehme ich direkt auf und spiele ihn direkt an Sie weiter. Sie schreiben in Ihrem Buch
Eine fachliche, gesellschaftspolitische und wissenschaftliche Auseinandersetzung ist bisher kaum erfolgt. Ja, warum? Ja, genau, das haben wir als Herausgeberin tatsächlich auch in der Einleitung auch direkt ausformuliert, weil es tatsächlich auch der Tatsache so entspricht, es gibt keine fachliche, wissenschaftliche, mediale und auch gesellschaftspolitische Auseinandersetzung damit. Solingen, das Gedenken in Solingen findet seit 29 Jahren, also fortführend eigentlich schon statt. Das ist auch sehr gut und auch wichtig zur Anerkennung für die Betroffenen auch. Aber was eben auch sehr unter den Teppich gekehrt wurde oder beziehungsweise auch nie thematisiert wurde, waren eben die Perspektiven der Betroffenen gewesen. Und das haben wir dann halt versucht, in einem Sammelband zusammenzuführen und für Betroffene, insbesondere für betroffene Menschen, eben auch nochmal, also ihre Stimmen auch nochmal sichtbar zu machen. Also ihr Leid, ihre Erfahrungen, ihre Anklagen und die ganzen Konflikte, die da drumherum geschehen und auch ihr Geschehen und auch immer noch weiter fortführend mit Konflikten behaftet sind, zusammenzuführen und auch eben zu publizieren. Weil die betroffene Perspektive hat eigentlich nur am Rande stattgefunden und im Vordergrund standen tatsächlich eher LokalpolitikerInnen, zu den großen Jahrestagen dann auch BundespolitikerInnen, also sprich auch von der betroffenen Perspektive Imagepolitik, ne, so Imagepflege und eben keine aufrichtige Interesse an den Schmerzen, an dem Leid, an den Erfahrungen der Betroffenen selber. Und das haben die in dieser Publikation in Interviews eben auch ausgesprochen. Also mehr Sonntagsreden als tatsächliche praktische Lehren. Genau. Ja, Herr Wirch, und nicht auf alle Anschläge, die von rechtsextrem verübt wurden, wird überhaupt so geschaut. Zum Teil auch deshalb, weil sie manchmal als solche gar nicht erkannt sind. Wir haben das ja jahrelang mit den Anschlägen, Attentaten des NSU gehabt, dass sie gar nicht als rechtsextreme Attentate anerkannt oder überhaupt erkannt wurden. Aber wie wichtig ist das, das eben offen zu benennen? Das spielte hier ja eben auch schon eine Rolle, also dass sozusagen auch in die schmerzende Wunde hinein gesprochen werden muss und das so benannt werden muss, wie es ist. Wie wichtig ist das aus Ihrer Perspektive? Ich glaube, der zentrale Begriff ist hier Anerkennung, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn wir den NSU haben, da hatten wir sozusagen ja noch eine zugespitzte Situation, dass also diejenigen, die da ermordet worden sind, durch die Ermittlungsbehörden und im Nachgang dann auch im Rahmen der Medienberichterstattung zu Mittätern gemacht worden sind und damit erst recht nicht als Opfer dieser Gewalttat anerkannt worden sind. Das ist sozusagen auf einer, für diejenigen, die in dem Fall, wo Menschen zu Tode kommen, sozusagen als Familienangehörige übrig bleiben, natürlich sehr zentral, dass nicht im Raum stehen bleibt, okay, mein Vater, mein Bruder, die waren irgendwie da in die kriminellen Aktivitäten involviert, sondern sind Opfer eines politisch motivierten Verbrechens. Und ich glaube, das ist die zweite Dimension, den politischen Charakter der Tat anzuerkennen. Also, dass dort mit Gewalt eine soziale, eine gesellschaftliche Ordnung durchgesetzt werden soll. Die dritte Dimension von Anerkennung ist möglicherweise zu sagen, dass es sozusagen tatsächlich in dem Fall eine rassistische Tat gewesen ist, bei den NSU-Morden in anderen Fällen antisemitisch motiviert. Und Anerkennung bedeutet letztendlich auch, und das ist eben schon mal angesprochen worden, die Perspektiven, die Erfahrungen, die Positionen der Betroffenen anerkennen, ernst nehmen, zuhören und nicht sozusagen drüber hinweggehen oder sie sogar aktiv verleugnen. Heißt das auch, tatsächlich Taten einzuordnen, sind sie extremistischer Natur, sind es mehr als Hasskriminalität, sind Netzwerke im Hintergrund, also tatsächlich auch das mit zu benennen, wenn es denn so ist? Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das ist ja im Zusammenhang mit auch dem Strafverfahren zum NSU, aber auch bei anderen Fällen eine wichtige Forderung der Betroffenen gewesen. Warum mein Vater, mein Bruder als
Opfer dieser Gewalttat. Insofern, glaube ich, gehört das dazu. Und das ist ja auch das, was die Bundesregierung eigentlich versprochen hat. Eine wirklich konsequente Aufklärung. Und im Falle des NSU, aber auch in anderen Fällen, ist das unterblieben. Haben Sie das Gefühl, da bewegt sich gerade was? Ich glaube, das hängt sehr von einzelnen Fällen ab, wie da die Konstellation ist. Und es hängt vielleicht am bedeutendsten daran, ob es eine politische Mobilisierung an diesen Fällen gibt. Also wo Betroffene, ihre Verbündeten, gegebenenfalls auch Parteien in der parlamentarischen Arena sagen, hier muss aufgeklärt werden und hier müssen die und die Akten beigebracht werden, was auch immer. Und muss man in diesem Rahmen vielleicht auch sagen, so wie die Grünen das gerade in Hamburg gemacht haben, ist das nicht besonders vorbildlich gewesen. Dazu können wir gleich vielleicht noch etwas diskutieren. Herr Civiculo, Sie sind Kölner. Solingen ist nicht allzu weit weg von Köln. Und im Buch von Frau Demeter, das ich eben benannt habe, steht noch etwas. Ein Kapitel heißt die rechte Gewalt, die es nicht geben durfte. Wie erinnern Sie sich an den Mordanschlag damals von Solingen? Ich war total überrascht. Ich war total, am meisten war ich überrascht, dass es halt vor meiner Haustür passiert. Solingen, Köln ist jetzt nicht wirklich weit voneinander entfernt. Und das hat mich sehr irritiert. Ich glaube, Mölln war vorher und dann und so. Also das hatte ich vorhin in meinem Beitrag thematisiert. Ist das in meiner Betrachtungsweise sehr eng mit der Wiedervereinigung verbunden, dass da auch eine Energie aufkam, die da umgelenkt wurde, dass die Schuldigen präsentiert wurden sozusagen. Und für mich in Köln war das halt schon die Eruption meines Selbstverständnisses, dass ich hier bin und auf einmal nebenan, plus die Reaktion darauf, dass da die Anteilnahme oder wie sie halt eben nicht war, hat mich doch sehr fundamental irritiert. Also das hat sehr, sehr, das System, mein Selbstverständnis, Identität geschüttelt, erschüttert tatsächlich. Und mich vielleicht auch dahingehend politisiert. Und im Endeffekt war das auch der Schritt dann zur Bühne und zur Kunst und eine Sprache zu finden, die außerhalb dieser parteilichen und institutionellen und immer an Regeln gebundenen Institutionen raus, in der künstlerischen Form, musste was Eigenes zu sagen haben und das dann aber auch die Freiheit haben, das in provokanter, irritierender, pointierter Art und Weise zu präsentieren. Das hat mich da, also Solingen hat mich praktisch mit dem Überraschtsein dann im Prinzip zur Kunst getrieben, dass ich dachte, ich muss hier, sonst drehe ich durch, das so ausdrücken. Sie bringen da jetzt auch Themen mit auf die Bühne. Sie haben einen Weg gefunden, das sozusagen auch einem breiteren Publikum durch den ein oder anderen Lacher, aber dann eben doch auch der im Halse stecken bleibt manchmal, näher zu bringen. Weil wie war es damals? Gab es Räume, in denen Sie darüber sprechen konnten? Wie erinnern Sie sich da? Wir haben im Freundeskreis, also ich war 21, ich war jung und wild und sehr viel Kraft und sehr wenig Kontrolle, was halt, glaube ich, auch altersgerecht ist in der Zeit, dass man so, da bin ich und jetzt geht's. Und im Umfeld gab es schon auch tatsächlich, also faktisch haben wir mit Freunden zusammengesessen und einige waren jetzt sehr daran interessiert, eine Schlägertruppe zu organisieren und insgeheim irgendwie Bomben zu bauen und irgendwie militant zu werden und zu und zurückzuschlagen. So fühle ich alles bis in die Haar- und Zehenspitzen und habe da schon gesagt, das geht nicht. Das geht nicht. Also wenn wir das machen, sind wir genau wie die und wir sind nicht wie die. Und so und das und die einzige Möglichkeit oder Flucht war tatsächlich dann, ich kann hier keine Bomben bauen, aber ich kann das Wort als Schwert führen sozusagen und da den Witz als Mittel einsetzen, um hinzugucken und Bewusstsein zu schaffen im besten Falle. So, und das war tatsächlich, es gab genug Jungs im Umfeld, die gesagt haben, genug gelabert. Frau Demeter, wir brauchen, glaube ich, gar nicht darüber reden, dass wenn damals, ja, über das Thema schon, aber wenn damals das Haus von Deutschen, Deutsch-Deutschen, wie auch immer wir es Bio-Deutschen nennen wollen, gebrannt hätte, dann hätte es einen riesen Aufschrei gegeben. Diese Art von selektiver Solidarität, spüren Sie die, sehen Sie die, beobachten Sie die immer noch?
Ja, also das würde ich knallhart mit ja, leider immer noch beantworten. Ich habe das zuletzt oder als vorletzte Situation mit Hanau erlebt, wo sich eben auch viele POCs sich zusammengeschlossen haben, Räume geschaffen haben, auch hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch bundesweit, um einen, ja, ich sag mal, safer Space zu bilden, einen geschützteren Raum, weil die Erfahrungen oder die Bilder, die einem dann wieder so in die in den Kopf geschossen ist, waren wirklich enorm. Und dafür brauchten wir tatsächlich eben auch Räume, um darüber zu sprechen, auch wirklich unsere Wut auszusprechen. Wie kann das sein? Also wir waren eigentlich nicht sehr überrascht. Also wir rechnen leider auch tatsächlich auch, in Zukunft werden rechte rassistische Gewalttaten verübt werden, leider. Es ist nicht überraschend, aber wenn es dennoch passiert, ist es eine sehr schlimme Erfahrung. Also mir fällt das Beschreiben auch gerade sehr, sehr schwer. Es ist wirklich eine Erfahrung. Ich bin zum Beispiel als Hanau, als ich von Hanau hörte, ich bin an dem gleichen Tag, habe ich Deutschland verlassen. Ja, ich bin in die Türkei gereist, also ich bin abgehauen. Ich wollte eigentlich davon nichts hören, weil das so unerträglich war, weil ich bin selber Solingerin. Ich war 19 Jahre alt, als der Brandanschlag verübt wurde. Ich kenne die Familie sehr gut, also auch mit ihren ganzen Schmerzen, Leid und aber auch mit ihrer Trauer, wie allein die eigentlich sind, obwohl sie politische Unterstützung haben. Also sie haben Aufmerksamkeit von der Stadtseite her, aber dennoch total irgendwie alleingelassen, weil verschiedene Perspektiven auch dann nochmal aufeinander kommen. Aber nochmal zu der selektiven Solidarität, ja, die ist leider da. Also das habe ich insbesondere nach Hanau gespürt, wo ich mir gewünscht habe, dass eben auch weiß positionierte Kolleginnen sich mal melden oder einfach mal fragen. Das waren wirklich an der Anzahl 2 oder 3 gewesen, die dann halt eine E-Mail geschrieben haben oder ein Kollege, der dann geschrieben hat, Bügel, ich weiß nicht, was ich dir schreiben soll, aber ich wollte mich einfach bei dir melden. Ja? Und das tat so gut. Also man muss noch nicht mal großartig irgendwie Worte dafür finden, sondern einfach, ey, das ist so scheiße, was gerade passiert ist, ja, aber ich bin gerade mit den Gedanken da. Und das waren tatsächlich an der Anzahl 2, 3 Kolleginnen gewesen. Und das war, was mich dann halt auch nochmal so enttäuscht hat. Ja? Das hat mich sehr enttäuscht. Und weil ich da für mich so gedacht habe oder meine Erwartungen oder meine Hoffnungen war, wir sind schon gute verbündete Menschen geworden. Wir können viel offener über Rassismus, über Antisemitismus sprechen, aber eigentlich ist es gar nicht, noch nicht so weit. Also wir brauchen noch Aufklärung, Sensibilisierung und auch viel Wissensvermittlung, was die betroffenen Perspektive angeht, ja. Ja, das ist ja dann der Bereich auch wieder von Frau Paul. Jetzt lassen sich Empathie und Solidarität nicht politisch verordnen. Aber was kann Politik tun? Wir sitzen jetzt hier im Parlament, was natürlich auch zeigt, finde ich, wie wichtig diese Art von ja, Diskussionen, Erinnerungen geworden sind, dass darüber hier im Parlament gesprochen wird. Aber eben dann auch, was kann Politik tun, um ja, Empathie, Solidarität vielleicht nach und nach auch füreinander noch zu wachsen zu lassen? Ich will den Begriff der Anerkennung nochmal aufgreifen, weil zum einen gilt es, glaube ich, auch im politischen Diskurs anzuerkennen, dass Diskriminierung, Rassismus und andere ausgrenzende Erfahrungen nach wie vor eine Realität sind in dieser Gesellschaft und für ganz viele Menschen eine Realität sind in dieser Gesellschaft. Und es gilt anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die auf unterschiedliche Arten und Weisen von Ausgrenzungserfahrungen in dieser Gesellschaft betroffen sind und dann eben auch die Betroffenenperspektive anzuerkennen. Ich als weiße Cis-Frau mit all den Privilegien, die auch so ein Amt mit sich bringt, kann das nur
empathisch versuchen nachzuempfinden, aber ich kann es nicht aus eigenem Erleben nachempfinden. Also ist es wichtig, dass es nicht nur eben die Safe Spaces gibt, sondern auch die Anerkennung dessen, dass nur Menschen, die mit Diskriminierung, Ausgrenzung bis hin zu Gewalterfahrungen, dass nur diese Menschen tatsächlich für diese Perspektive auch sprechen können und dass es dafür einen gemeinsamen gesellschaftlichen Diskurs geben muss. Nur so können wir tatsächlich in einer Gesellschaft, die dann anerkennt, dass wir eine Gesellschaft in Vielfalt sind, nur so können wir das eben auch gemeinsam weiterentwickeln, weil das muss man ja für Nordrhein-Westfalen sagen. Wir haben heute eine Gesellschaft, die bei den unter 18-Jährigen zu über 40% Menschen mit, wie auch immer man diesen, also was heißt eigentlich Migrationsgeschichte in einer Gesellschaft, in der das eigentlich demnächst das Merkmal sein wird. Das Hauptmerkmal unserer Gesellschaft ist, dass wir alle verschieden sind. Das anzuerkennen ist, glaube ich, wichtig und das dann aber auch politisch zu flankieren. Also beispielsweise, es ist heute schon mehr oder weniger direkt in den Runden angesprochen worden, mit einem Antidiskriminierungsgesetz, was eben den Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, die Möglichkeit gibt, sich auch zur Wehr setzen zu können. Dass wir die Meldestellen auch ausbauen in Nordrhein-Westfalen, weil wir eben nicht nur das Individuum dazu verpflichten wollen und ermutigen wollen, Anzeige zu erstatten, sondern weil alle Formen von Diskriminierung uns als Gesellschaft Aufgabe sein müssen, es zu analysieren und dann zu schauen, was machen wir damit. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir Zivilgesellschaft weiter stärken. Ich finde, es ist ein ganz bemerkenswerter Punkt, dass eben auch diejenigen, die aus Hanau, die betroffene Perspektive, dass sie daraus gesagt haben, so, wir fühlen uns nicht gesehen, wir fordern das aber ein. Und das, finde ich, ist ein Unterschied auch zu vor 30 Jahren, ein wichtiger Unterschied für unsere Gesellschaft, dass es lauter, wir haben gerade im Empowerment-Workshop darüber gesprochen, dass es lauter geworden ist in dem Einfordern von Teilhabe, weil wir sind nun mal eine vielfältige Gesellschaft und das anzuerkennen bedeutet eben auch die Aushandlungsprozesse anzuerkennen als Politik. Und ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche, aber vor allem eben auch eine gesamtpolitische Aufgabe. Herr Würche, wie sehen Sie das? Rechtsextremismus hat sich ja tatsächlich in den vergangenen 3 Jahrzehnten stark gewandelt, weil es nicht mehr so leicht zu erkennen ist zum Teil, weil sich da Gruppierungen verwischen, weil es nicht mehr den Neonazi gibt, der leicht zu erkennen ist, sondern ja, weil da auch Grenzen fließen. Wie blicken Sie da drauf und haben Sie das Gefühl, dass die Zivilgesellschaft gut genug darüber Bescheid weiß? Also, dass der Rechtsextremismus oder die extreme Rechte nicht mehr so gut zu erkennen ist, gilt, glaube ich, für ein bestimmtes Spektrum. Also das klassische Bild, was dann irgendwie Neonazismus symbolisieren soll, irgendwelche Springerstiefel oder eine Glatze und so weiter, das ist ja in der Tat schon seit, jetzt müsste ich selber mal rechnen, aber bestimmt seit 20 Jahren überholt. Ansonsten bin ich ehrlich gesagt der Überzeugung, dass wir ihn im Grunde genauso gut erkennen können wie immer. Das, was die AfD vertritt, vertritt die extreme Rechte seit Jahrzehnten. Da gibt es ja noch mal ein paar Variationen, weil es ein aktuelles Thema gibt. Klimawandel war natürlich früher nicht so zentral. Aber sozusagen weltanschaulich, glaube ich, passiert da nichts Neues. Ja, das können wir wirklich gut identifizieren. Die Zivilgesellschaft, trotzdem sozusagen sind Erscheinungsformen manchmal neu. Es gibt neue Gruppierungen. Ich meine, die AfD ist 10 Jahre alt, das ist nicht viel. Und sie ist immer noch verfassungsrechtlich erlaubt. Also es ist eine Partei, die mit ihren Abgeordneten auch hier im Parlament sitzt. Insofern auch da ist es natürlich schwierig. Wo findet da die Abgrenzung statt, während man früher, bleiben wir trotzdem mal ganz kurz bei dem Neonazi, weil das ist so ein Bild, was vielleicht jeder schnell im Kopf hat, den gut ablehnen konnte, ja, sind das nun gewählte Volksvertreter? Macht es das nicht auch schwer, sozusagen? Ja, das macht es, glaube ich, auf eine gewisse Art schwieriger. Wir haben ja gerade die Information bekommen vor ein paar Tagen, dass die Jugendorganisation jetzt als gesichert verfassungswidrig gilt und mit einer Begründung, die beim Verbotsverfahren gegen die NPD auch eine Rolle gespielt hat und wo dann ja das Gericht im zweiten Verfahren gesagt hat, die sind eindeutig verfassungswidrig, aber nicht wichtig genug, um mit diesem harten Schwert des Parteienverbots einzuschreiten.
Wenn man das jetzt, und ich glaube, dass diese Markierung der jungen Alternative, die im Bereich der Wissenschaft und von Fachjournalistinnen schon, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren vorgenommen worden ist, also ist der Nachrichtendienst nicht wirklich das Frühwarnsystem, wenn man sozusagen diese Markierung jetzt aber ernst nimmt, dann rückt die Debatte um die Frage, soll die AfD verboten werden, stärker in den Mittelpunkt, als es bis jetzt der Fall gewesen ist. Darüber kann man lange streiten. Ich nehme mal an, dass so wie damals das Argument war, die NPD ist nicht bedeutend genug, jetzt die Debatte sein wird, wir können nicht eine Partei verbieten, die im Osten 25% der Wählerinnen vertritt. Und sozusagen diese Hürde zu gehen, wird, glaube ich, eine große Herausforderung werden. Bin gespannt, wie sich die Debatte entwickelt. Ist kompliziert, gebe ich sofort zu, ist demokratietheoretisch relevant. Aber wenn wir sozusagen ernst nehmen, dass wir es hier mit einer rechtsextremen Partei zu tun haben, dann müssen wir diese Frage ernsthaft diskutieren. Und es ist sicherlich auch wichtig für ein Zusammenleben sozusagen, dieses Zeichen zu setzen. Selbstverständlich, sozusagen jede Entscheidung, in welche Richtung auch immer, ist gleichzeitig auch ein Signal sozusagen in die andere Richtung, wir tolerieren das. Ja, oder zumindest tolerieren wir es in einem bestimmten Bereich, dass es dann sozusagen andere Aktivitäten gibt, politische Bildung und so weiter, wo wir es nicht tolerieren, ja, aber doch in einem sozusagen zentralen Bereich demokratischer Prozesse und Institutionen im Parlament sitzen die weiterhin, haben alle Möglichkeiten, an Informationen ranzukommen, Zugang zu Medien, Zugang zu finanziellen Ressourcen und so weiter und so weiter. Und sozusagen diese Debatte um das Verbot nicht ernsthaft zu führen, heißt auch zu sagen, damit finden wir uns ein Stück weit ab. Herr Civiculu, als ich mit Ihnen ein bisschen über das Thema gesprochen habe, haben Sie ein ganz schönes Bild gewählt. Wir sitzen jetzt alle an einem Tisch mittlerweile. Das hat sich verändert, oder? Also vor 30 Jahren haben wir alle vielleicht in einem Raum, aber an unterschiedlichen Tischen gesessen. Egal, wo wir herkamen, vielleicht manchmal auch noch Frauen und Männer getrennt. Das hat sich jetzt alles verändert. Wir sitzen jetzt alle an einem Tisch und Frauen dürfen schon längst mitreden. Das ist so. Jetzt möchten aber plötzlich auch manche Gruppierungen, also manche Menschen mit anderen Geschmäckern, sage ich mal, das Essen bestimmen. Ist das möglich? Das ist ein Bild von meinem geschätzten Freund Aladin Elmar Falani, der vielen vielleicht hier bekannt sein wird, der diese Tischmetapher bemüht, und um unsere Gesellschaft zu beschreiben. Und das finde ich sehr stimmig, dass wir halt anfangs hatten wir, und das schließt sich vielleicht auch mit dem, dass da die Rechte so erstarkt, hatten wir eine Gruppe an dem Tisch, die da das bestimmt hatten. Die waren halt männlich, weiß, deutsch, christlich, heterosexuell und haben über alles bestimmt. Und inzwischen sitzen da halt auch so Typen wie ich an diesem Tisch sozusagen und wir sitzen da so am Tisch und so. Und das verändert die Gesellschaft und das führt, glaube ich, auch dazu, dass die vorher da saßen, das alleinige Bestimmungsrecht hatten, jetzt merken, warte mal, wir müssen jetzt hier mitreden lassen dürfen, was ist denn das jetzt? Die sollen mal dankbar sein. Da heißt es halt Dankbarkeit war gestern, heute ist Teilhabe. So, das ist ein Unterschied irgendwie. Und in diesem Prozess sind wir, glaube ich, und was ich an Aladins Theorie sehr mag, ist, dass wir an diesem Tisch, wenn wir so vielfältig da dran sitzen, heißt das nicht, dass das jetzt hier irgendwie harmonisch wird. Weil das Versäumnis der Gesellschaft, der Politik, der Parteien war ja bis dahin, dass wir unsere vielfältige Gesellschaft so betrachtet wurde von den Konservativen, von der rechten Seite dieses, wir müssen nichts machen, die kehren zurück. Und hier Mitte links, SPD, Grün etc. gesagt, wir müssen nichts machen, wir wären alles Freunde. So, und wir haben beide festgestellt, beide haben sich verrechnet. So. Und jetzt sitzen wir halt alle an diesem Tisch und die LGBTQI+-Sternchen-Community sitzt auch am Tisch und die saßen vorher übrigens auch schon am Tisch, mussten nur unsichtbar sein. So. Und jetzt fangen wir jetzt an zu streiten. Und das ist der Moment, wo es interessant wird auch. Wer will was? Also wofür stehst du ein, wofür stehen wir ein, worauf können wir uns alle einigen etc. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade sind. Es kann in jede Richtung gehen. Aber ich habe ein gutes Gefühl, weil ich denke, auch wenn ich mich hier umschaue, wie viele Geister, wie viele Menschen, wie viele Erfahrungen da zusammenkommt und beigetragen wird. Unsere großartigen Referenten heute, die ohne Witze das hier alles erzählt haben. Sensationell, richtig gut, richtig gut. Oder hier, Herr Dr.
Alegün, der das auf der psychologischen Ebene nochmal begleitet und sagt, wir müssen die Menschen als Teil unserer Gesellschaft annehmen, mit deren Erbe auch umgehen, sie auch anerkennen. Die Geschichte der Arbeitsmigration in Deutschland hat bis heute, fernab von symbolischen Charakteren, keine Würdigung erfahren. Und das ist auch, so, wir haben nicht an dem Tisch gesessen, die haben am Boden oder am Katzentisch oder vor der Tür gestanden. Ne? Und wie lange muss man vor der Tür stehen, das hat Herr Güng, glaube ich, gerade gesagt, wenn ich länger vor der Tür stehe, kann ich gar kein Zugehörigkeitsgefühl aufbauen. Gleichzeitig müssen wir sagen, dass das Zugehörigkeitsempfinden Menschen meiner Biografie war in diesem Land bis 2020 gar nicht gewollt. Also de facto nicht gewollt, es war eher 83 Rückführungsgesetz etc. etc. Also so, und das ändert sich alles gerade, es ändert sich relativ neu, das ist ab 2000, es gab einen Richtungswechsel und da sind wir jetzt und wie schnell das gehen wird, um noch ein anderes Bild von Aladdin zu bemühen, wenn wir den Berg aufsteigen, sind die ersten paar Schritte irgendwie, gehen noch ganz gut und ab der Mitte, wenn es dann zur Spitze geht, wird es deutlich schwieriger und da sind wir gerade, es wird gerade deutlich schwieriger, weil jetzt wollen hier alle auf einmal mitreden und viele können das gar nicht und andere dürfen das gar nicht. Und also es ist gerade spannend. Wir müssen jetzt streiten lernen. Ja, genau. Also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie lernen wir das? Vielleicht auch in die Runde gefragt, weil ich glaube, hier im Raum, das ist immer bei solchen Veranstaltungen natürlich immanent mit dabei, dass wir uns alle möglicherweise einigermaßen einig sind über das, was Sie gerade geschildert haben und was jetzt passieren muss. Aber das ist dann doch auch noch nicht das Abbild der Gesamtgesellschaft und der Meinungsvielfalt. Man muss also, ja nur die Teilhabe gucken, wer jetzt heute hier ist. Das ist ja dann doch, so viel Deutsch ist gar nicht hier anwesend. Also die Minderheit ist in der Mehrheit. Ich sag mal, die Beharrungskräfte derjenigen, die sagen, ja, okay, in Ordnung, vielleicht, sage ich mal, einmal alle zwei Wochen dürft ihr mitbestimmen, aber den Rest, sonst fühle ich mich auch selbst nicht mehr wohl. Ja, die sind ja noch sehr stark. Also was dieses Empowerment, aber vielleicht ja auch Empowerment auf allen Seiten, also diesen Mut stärken, sozusagen auch zu sagen, ich lasse mich darauf ein. Was braucht es dafür? Aber es bedeutet ja auch, dass die vorher die Bestimmung hatten, dass die jetzt abgeben müssten. Das meine ich mit Mut. Das ist ja auch, muss ja auch irgendwie mutig sein zu sagen, ich lasse mich darauf ein. Aber wie kann wir das hatten, wir hatten ganz, gestärkt werden? Ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, als wir in dieser endlosen Essenschlange gestanden haben vorhin und unsere Privilegien überprüft haben, dass ich als Kabarett-Superstar hier in der Reihe stehen muss. Das geht doch gar nicht. Ich habe ja gearbeitet, ich will nach vorne. haben wir da gestanden und darüber geredet, wer hat welche Privilegien. Und ganz konkret jetzt in der Partei, die Grünen, haben hier ein sehr diverses Bild und finden das ganz wichtig. Und es wurde auch hier Rassismus besprochen. Dann heißt es, ja, wir müssen darüber reden, das ist ganz wichtig. Das müssen wir ganz oben auf die Liste nehmen und ganz, ganz dringend mal sprechen. Aber dann reden wir über Listenplätze und dann verändert sich die Stimmung. Ja, dann vielleicht an Sie beide weitergefragt. Ja, genau. Ich würde da andocken, wo Fatih Privilegien benannt hat. Also was wir hier in Deutschland noch nicht so gut können, sage ich mal, Karima Benbrahim und Mark Tekesidis haben das heute schon angesprochen. Also wir können jetzt mittlerweile Rassismus beim Namen benennen. Das funktioniert jetzt ganz gut. Also man wird dann nicht irgendwie direkt verbannt oder ein Verbot eingelegt. Der Überbringer der schlechten Nachricht, genau, sozusagen. Genau. Also das funktioniert schon. Überbringerin. Genau. Aber was wir noch nicht so gut können, ist, also das kann ich von meiner aus der beruflichen Perspektive, aber auch was ich so generell auch beobachte, die können nicht über Privilegien sprechen, weil wenn wir über Privilegien sprechen, ja, müssen wir selbst reflektieren. Also das heißt, wir müssen dann reflektieren, was ist mein Anteil an rassistischen Strukturen? Ja? Welche Vorurteile habe ich? Oder wie können wir über Vorurteile sprechen? Über Antisemitismus oder Rassismus oder die anderen Erscheinungsformen von Rassismus? Wie können wir die offen besprechen? Und das ist nicht Zuckerschlecken, das zu thematisieren. Ja, es ist ein bisschen, wie eben angesprochen wurde, genau. Es bedeutet natürlich, wenn man sich seiner eigenen Privilegien bewusst wird, dass man merkt, dass man sozusagen abgeben muss, wenn alles... Genau, also was ich
oft beobachte, ist, dass Menschen offen sind, über Rassismus zu sprechen. Also das funktioniert im größten Teil ganz gut. Aber meistens funktioniert das immer ganz gut, wenn man über andere Institutionen spricht oder über andere spricht, wo es dann eben, ich sag mal, gerade so ein bisschen auffällig wurde oder in diesem Laden war mal was, dann klappt das ganz gut. Aber in die eigenen Strukturen reinzuschauen und auch mal zu gucken, was läuft gut und was noch nicht und was können wir besser machen, viele Menschen deuten das so, wenn sie über die eigenen rassistischen Strukturen sprechen, ja, dann könnten andere Menschen das mitbekommen und die sehen dann sofort, oh, bei uns läuft der Laden nicht so gut. Ja? Aber wenn jede Institution so eine Art und Weise, diese Denkweise hat, ja, dann kommen wir einfach nicht weiter. Aber Fakt ist, jede Institution hat rassistische Strukturen. Ja? Also ich habe bis jetzt keine Institution kennengelernt oder wo es eben wirklich rassismusfrei ist. Also es gibt keine rassismusfreien Räume halt. Und das eben auch zu gestehen, ja, das funktioniert noch nicht so gut. Frau Paul. Und ich glaube, es geht darum, sich einzugestehen, dass diese Prozesse, wie das eben ist, so ist, wenn man einen Berg hochläuft, irgendwann tut es auch weh. So, ne? Das ist auch ein bisschen schmerzhaft, weil das auch viel Kraft kostet und so weiter. Wir haben ja auf den Weg gebracht, die Meldestellen, sind diesem Aufbauprozess, über Antisemitismus hinaus, dann auch weitere Meldestellen zu antimuslimischem Rassismus, zu Queerfeindlichkeit und Antiziganismus. So. Und ich finde, daran konnte man wieder exemplarisch sehen, an der Diskussion, die sich darum rankte, dass wir in der Gesellschaft immer vermeintlich, solange es nicht an unsere Substanz geht, sind wir sehr, sehr weit. Also das ist wieder die Frage von den Sonntagsreden. So, ne? Wir sind alle gegen Rassismus und das ist alles ganz schlimm. Dann haben wir das weiter vorangebracht und haben gesagt, wir machen jetzt diese Aufbauphase. Der Shitstorm war wirklich, also das hatte sich ordentlich gewaschen, wo man dann rausliest, so liebe Leute, es gibt in diesem Land kein Anrecht auf Diskriminierung. Es gibt ein Anrecht darauf, vor Diskriminierung geschützt zu werden. Und offensichtlich müssen wir diesen Schutz noch verstärken. Aber aus den Kommentaren, die ich da gelesen habe, und das waren jetzt nicht nur alle Kommentare unter meinem Facebook-Account, sondern auch in ernstzunehmenden Zeitungen, wo ich glaube, dass wir uns noch ein bisschen ehrlicher machen müssen. Wer hat eigentlich in dieser Gesellschaft welche Privilegien? Und was bedeutet es, Ausgrenzung auch tatsächlich wirklich thematisieren und ansprechen zu können. Und zwar einerseits auf der strukturellen Ebene, aber andererseits eben auch die Möglichkeit zu eröffnen, dass Menschen das auch individuell melden können. Nicht im Sinne von einem Petz-Portal und was man sich da alles anhören muss, sondern um die Möglichkeit zu eröffnen, dass die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, wer auch immer das sein mag, weil ich glaube, das ist nämlich eine relativ kleine Gruppe, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft bildet und viele andere haben von unterschiedlichsten Ausgrenzungserfahrungen irgendwie auch schon ihren Fair Share bekommen, insbesondere in diversen Gesellschaften wie Nordrhein-Westfalen. Das hat aber es muss die Möglichkeit geben, dass transparent machen zu können. Und das kann ich nur, wenn ich die Möglichkeit eröffne, dass ich das eben auch irgendwo melden und damit sichtbar und dokumentierbar mache, damit daraus eben tatsächlich auch Bildung oder vertiefte Forschung etc. entstehen kann. Und auf der anderen Seite müssen wir den Mut auch haben, dann ernsthaft über Teilhabe zu reden. Also über Teilhabe zu reden geht dann, ja, das muss man selbstkritisch auch als Grüne sagen, soweit wie wir dann eben, dann geht es über Listen und dann ne, ist das Gespräch ein anderes. Das ist, glaube ich, überall da, wo es um Macht und Einfluss ist, aber eben auch ganz generell als Gesellschaft über Teilhabe wirklich zu sprechen. Und zwar Teilhabe auch als Weiterentwicklung aus dem Begriff, Sie haben das gesagt, Dankbarkeit war gestern, heute ist Teilhabe. So, und auch der Begriff der Integration, den wir ja nutzen, auch im Titel des Ministeriums natürlich, damit man es als, damit die Mehrheitsgesellschaft besser erkennen kann, worum es geht, ehrlicherweise. Aber auch das hat ja was mit Dankbarkeit, mit du möchtest dich hier anpassen, du möchtest hier ankommen, aber es ist immer noch ein bisschen Einbahnstraßenlogik. Teilhabe bedeutet, wir gestalten gemeinsam diese Gesellschaft und dann wird es eben bunt, dann wird es vielleicht auch laut am Tisch, vielleicht geht auch mal einer und knallt die Tür, aber es wird einfach irgendwie ein Gespräch auf Augenhöhe und ein Gespräch davon, wie wollen wir gemeinsam Gesellschaft gestalten. Aber das bedeutet eben auch Mut zu haben und das bedeutet eben auch dann den ein oder anderen gesellschaftspolitischen Schmerz in Kauf zu nehmen. Herr Virchow, ich habe Sie ganz viel nicken sehen. Ja, ich will eigentlich nur eine Überlegung teilen an diesem Stichwort Teilhabe und ein bisschen nochmal den Bogen zu Solingen zurückschlagen. Merflü de Gentsch ist ja in der Regel, wenn es um diese Gedenkveranstaltung ging, mit ihrer Versöhnungsgeste zitiert worden.
Sie hat aber an anderer Stelle auch Teilhabe eingefordert und gleiche Rechte. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das in der Regel, ich will nicht sagen unterschlagen, aber doch jedenfalls nicht aufgenommen worden ist, weil sozusagen mit dieser Versöhnungsgeste ließ es sich natürlich gut leben. Ja, da konnte man sagen, okay, puh, die sind uns nicht böse, haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, so. Aber wir müssen uns auch nicht in die Konsequenzen stellen. Und das ist sozusagen auch nochmal, also sozusagen, wem wird zugehört und was wird gehört? Ja, das ist ja dann auch selektives Zuhören, was man gerne hören möchte. Und das, glaube ich, ist auch nochmal eine wichtige Facette, wenn wir sozusagen überhaupt das Erinnern an rechte Gewalt, wie gehen wir damit um, wie lernen wir daraus, ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Perspektive. Frau Demirtas. Ich habe schon das Mikro in die Hand genommen. Ja, Fabian hat das gerade auch nochmal angesprochen, also das Zuhören. Das gelingt uns leider auch noch nicht so, wie es eigentlich gewünscht ist oder auch gefordert wird. Betroffene appellieren das ja eigentlich tagtäglich, dass sie nicht gehört werden. Es ist schon besser geworden, aber trotzdem wird das von Betroffenen immer wieder ausgesprochen, hört uns zu, aber es geht hier um ein aufrichtiges Zuhören. Ja, also das heißt, ich hatte vor ein paar Jahren immer das Gefühl gehabt, dass er so auf Demonstrationen eher so ein hegemoniales Zuhören da war. Also das ging da rein und wirklich in einem Wisch dann auch hinten im anderen Ohr wieder raus. Und hier geht es tatsächlich, also was Betroffene tatsächlich brauchen und auch wollen, ist aufrichtiges Zuhören. Ja, ernst nehmen, ja, und auch ernst nehmen, was ihre Geschichten, ihre Trauer und auch den Schmerz angeht. Und es ist nicht nur einfach ein Zuhören, ich nehme dich jetzt einfach wahr, sondern aber auch eine Forderung von Betroffenen, nimmt das mit nach Hause, nimmt das mit in eure Institutionen und aber auch aus dem Hintergrund die Person eben auch zu unterstützen. Das war in unserer Buchpublikation genau das Gleiche. Also die Betroffenen, die Aktivistinnen, die wollen gehört werden, die wollen gesehen werden, die wollen sie, also die Gesellschaft, die Öffentlichkeit soll sehen, was für harte Kämpfe die tagtäglich eben machen. Und zum Glück gibt es eben auch jetzt Betroffene und auch Überlebende, die sich jetzt bundesweit zusammengeschlossen haben und eben ein Netzwerk geschlossen haben, auch zu NRW, Überlebende von NRW. Und die gibt es schon etwas länger, aber jetzt gibt es zum Glück eben auch ein Netzwerk, wo Betroffene einfach nicht mehr oder Überlebende einfach nicht mehr warten wollen und auch nicht mehr warten können. Ja? Und wenn wir unterstützen wollen, also sprich eben auch Solidarität, dann müssen wir aufrichtig zuhören und dann müssen wir auch tatsächlich aufrichtig unsere Privilegien eben auch nochmal unter die Lupe halten und auch mal sehen, ey, was kann ich abgeben? Ja, was können wir machen? Zum Beispiel eben auch in Publikationen eben auch vielleicht Studentinnen eben mit einbeziehen, ja, die eben nicht weiß positioniert sind, eben also eben auch die Kompetenzen zu sehen und auch wahrzunehmen, weil es gibt die betroffene Perspektive von Solingen, die gibt es in keiner Publikation. Da frage ich mich so 30 Jahre, brauchen wir 30 Jahre, nochmal 30 Jahre, dass da nochmal was passiert. Also das ist dann und die Betroffenen, insbesondere die Generationen, die jetzt danach kommen, ja, der Widerstand bei denen ist nochmal eine ganz andere. Ich sehe das auch an meinen Kindern. Also wenn ich dann auch nochmal so intergenerational oder mal drauf schaue, meine Eltern haben das natürlich auch wahrgenommen als sogenannte GastarbeiterInnen. Und dann komme ich als zweite Generation, habe einen ganz anderen Umgang damit. Und die dritte und vierte Generation haben nochmal einen ganz anderen Umgang damit. Und da wird sich auch jetzt nochmal in den kommenden Jahren auch nochmal was ganz anderes bewegen. Ja. Frau Paul nannte ja gerade die Zahlen sozusagen. Also bald wird es so sein, dass viel mehr Menschen diverse Familiengeschichten haben, als diejenigen, bei denen alles immer an einem Ort stattfand, sage ich mal. Aber jetzt Verena Schäffer noch von der Grünen Fraktion hier in Nordrhein-Westfalen als Veranstalterin des heutigen Tages. Genau, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Einmal bei dem tollen Podium, dafür nochmal einen Applaus bitte für alle.
Ich will mich für die vielen guten Gespräche und Diskussionen bedanken. Ich will mich dafür bedanken, dass wir persönliche Erfahrungen gehört haben, wie so die 90er Jahre persönlich erlebt wurden. Das fand ich persönlich sehr spannend und bin da auch sehr dankbar für. Ich fand es toll, dass wir viel diskutieren konnten und auch mal lachen konnten. Ich finde, auch das gehört ja zu so einem Tag dazu, dass man gemeinsam auch mal lachen kann. Und ich glaube, dass heute deutlich geworden ist, dass wir noch ziemlich viel vor uns haben. Und ich bin froh, dass wir, vielleicht auch wenn wir heute gar nicht so kontrovers diskutiert haben und dass es auch nötig ist, auch das Streiten eigentlich total nötig wäre, finde ich es eine wahnsinnige Bestärkung zu wissen, dass wir hier mit Menschen sitzen, die so einen Grundkonsens teilen und daran ein großes Interesse haben, diese demokratische Gesellschaft auch weiter zu entwickeln, dass wir nicht stehen bleiben, nicht stagnieren, wie es gerade gesagt wurde, sondern weiter daran arbeiten. Und deshalb möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Teilnahme heute und ich freue mich auf ein Wiedersehen und dass wir an diesen Themen weiter diskutieren und weiterarbeiten. Wir als Grüne Landtagsfraktion werden es machen. Deshalb will ich mich auch noch mal bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken aus der Fraktion, bei den Abgeordneten, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil alle wissen, dass so eine Tagung wahnsinnig viel Arbeit bedeutet. Deshalb ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr das auf die Beine gestellt habt, dass wir diskutieren konnten und hier arbeiten konnten zusammen. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Genau, und ich wünsche euch natürlich allen eine gute Heimreise und für euch auf dem Podium gibt es natürlich auch noch ein Abschiedsgeschenk und allen ein schönes, ja, nicht mehr ganz so langes Wochenende, aber noch ein schönes Wochenende.